Hallo und herzlich willkommen und frohe Ostern. Dies ist ein Sonderwochengruß, kein Wochengruß, es ist ein Monatsgruß, es ist der Monatsgruß von April, weil du hast vielleicht schon gemerkt, dass gestern und letzte Woche gab es den klassischen Wochengruß nicht, den es sonst gibt, weil ich mir im April eine kreative Auszeit nehme und tatsächlich keine Seminare gebe. Ja, das hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das auch schon jemals hatte, dass ich mir wirklich einen ganzen Monat freischaufel. Und Dagmar ist so nett und übernimmt den zweiten Coach-Blog, das Practitioner-Wochenende, das Master-Wochenende und auch das Update. Und ich folge den vielen Sachen, die in mir und meinem Kopf sind und nehme mir dafür endlich mal Zeit. Ehrlich gesagt, ich bewundere inzwischen Frau Birkenbiel dafür, wie die das damals gemacht hat, dass sie ihr Leben wirklich so eingerichtet hat, ein halbes Jahr kreative Zeit und ein halbes Jahr Seminare geben. Und da kann ich auch gleich mal sagen, weil ich habe jetzt hier zufällig mitten im Wald eine Teilnehmerin getroffen, die mich auch ganz entsetzt gefragt hat, Ralf, was ist los? Warum gibst du keine Wochenendkurse mehr? Und ich mir dachte, wieso gebe ich keine Wochenendkurse mehr? Ja, du hast das doch geschrieben. Ja, das bezieht sich auf dieses, dass nächstes Jahr im Sommer die Blockkurse auslaufen. Ich meine, da ist es noch ewig lange hin. Das ist noch ein Vierteljahre bis dahin. Und ich glaube, ich muss mal kurz erklären, wieso das so ist. Also, ich habe die letzten Jahre jedes Jahr 6 Kurse gegeben. 2 Practitioner, 2 Master, 1 Trainer und 1 Coach. Plus die Supervision, plus die Webinare-Studie Jablonski, plus jede Woche einen Podcast, jede Woche einen Newsletter. Und an dieser Stelle ist so, dass ich noch kein einziges bisschen irgendwas im Büro gemacht habe. Das heißt mit anderen Worten, ich arbeite viel. Ich arbeite vermutlich zu viel. Es ist vielleicht die Frage, ob das gesund ist, so viel zu arbeiten. Und das Schlimme ist, ich mache es aus Freude und ich möchte noch mehr machen. Es gibt noch so viele Sachen, die ich an Ideen habe, an Videos, an Texten, die ich schreiben könnte. Ja, wann soll ich das denn machen? Und die einzige Möglichkeit, mehr zu machen, ist, dass ich weniger mache. Das heißt mit anderen Worten, ich lasse diese beiden Wochenendkurse, Practitioner und Master, auslaufen, damit ich Platz habe für andere Sachen. Und die anderen Sachen könnten vielleicht sein, ein Practitioner mit 40 Tagen. Von dem rede ich schon länger. Es gibt auch viel Interesse und es könnte sein, dass das nächstes Jahr dann dazu kommt, im Herbst 24. Das heißt, du wirst von mir jetzt im April wahrscheinlich eher weniger hören. Da werde ich mich ein bisschen zurückziehen. Also Newsletter geht weiter, Podcast wahrscheinlich auch. Studio Jablonski macht ja sowieso Pause. Seminare übernimmt Dagmar, der ich dafür sehr danke. Und am Ende geht noch ein besonderer Gruß an Benjamin, weil der hat mir letzte Woche geschrieben, dass er den Wochengruß vermisst. Das hätte sowas Familiäres. Und von daher grüße ich hiermit die gesamte Jablonski-Familie, wünsche gesegnete Ostern und melde mich per Newsletter und Podcast zwischendurch und ansonsten wieder ganz normal ab Mai. Gut, viel Erfolg beim Eiersuchen. Tschüss.